Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dieser Geschichte, Lukas 7, vom Hauptmann von Kapernaum. Ach Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, heute sind ja durch den Haie-Bericht die Soldaten und die Wehrmacht wieder in aller Munde. Da ist es ganz aktuell, dass wir von einem Hauptmann sprechen heute, nicht? Aber trotzdem finde ich, dass dieser Text eine ziemliche Zumutung ist. Sehen Sie, als junger Mann war ich Soldat. Und da hat mich offen gestanden am meisten angeödet, dass wir so oft zu sogenannten Instruktionsstunden mussten. Da hatten Offiziere oder Unteroffizier uns in unsagbarer Langeweile Nichtigkeiten beigebracht. Was habe ich mich da gelangweilt? Und nun mutet uns der Herr Jesus hier zu, dass wir eine Instruktionsstunde bei dem römischen Hauptmann mitmachen sollen. Immerhin, also nicht eine Instruktionsstunde über Waffentechnik oder Strategie. Eine Instruktionsstunde über den Glauben. Er soll uns einen rechten Glauben beibringen. Der Herr Jesus sagt am Schluss, solchen Glauben habe ich in der Kirche, er sagt in Israel, das war die Kirche der damaligen Zeit, solchen Glauben wie bei diesem Heiden habe ich in der Kirche nicht gefunden. Und meine Freunde, sehen Sie, da ist die zweite Zumutung. Sie sind doch alle Christen, nicht? Wir sind alle Christen. Sie haben doch Unterricht gehabt. Als ich mal in München im Löwenbräu evangelisierte, da sagt der bayerische Bischof, der damalige, zu mir, was soll das? Ich sage, wir wollen die Draußenstehenden erreichen. Sagt er, gibt's hier nicht in München. Die sind alle unterwiesen und getauft. Gibt keine Draußenstehenden. Sind alle Christen, nicht? Es sind doch alle Christen, die hier sitzen. Na, und der Hauptmann war todsicher ein Heide. Und jetzt soll dieser Heide uns Christen eine Instruktionsstunde über den richtigen Glauben geben. Na, das kann ja interessant werden. Nicht eine ziemliche Zumutung. Erstens eine Instruktionsstunde sowieso und zweitens ein Heide über den rechten Glauben. Aber der Herr Jesus hat uns das nun ans Herz gelegt. Wir sollen bei diesem Hauptmann einen richtigen Glauben lernen. Und weil schließlich irgendwo der Wille Jesu gelten muss, also in der Kirche wenigstens nicht, wollen wir seinen Befehlen nachkommen. Wir schreiben also über den Text und über die Predigt, Glaubensunterricht bei einem heidnischen Hauptmann. Glaubensunterricht bei einem heidnischen Hauptmann. Ich habe drei Teile, ich müsste sechs haben, wie gesagt, die anderen drei bringe ich nächsten Sonntag, nicht? Erstens, da lernen wir, was wir von uns selber zu halten haben. Mein lieber Mann, was hältst du von dir? Was halten Sie von sich? Wilhelm Busch, was hältst du von dir? Nee? Hier lernen wir, was wir von uns selber zu halten haben. Aber um das auszuführen, muss ich die Geschichte uns nochmal vergegenwärtigen. Also, Palästina gehörte zum großen Römerreich. Überall lagen römische Besatzungen. Auch in der galiläischen Hauptstadt Kapernaum.
Und der Stadtkommandant, der Römische, hat einen Knecht, wir wissen nicht genau, ist ein Sklave oder ist es ein Soldat, ein Bursche, wie man bei uns sagt. Einmal nennt er ihn sogar seinen Sohn. Also irgendeiner seiner Untergebenen, der ihm sehr wert ist. Und der ist todkrank. Kein Arzt kann helfen. Und hat dieser Mann von Jesus gehört. Und er glaubt, dass Jesus heilen kann. Und da bittet er die Ältesten der Stadt, die Ältesten der jüdischen Gemeinde, die also gleich auch den städtischen Rat bildeten. Israel war immer Kirche und Staat völlig eins, nicht? Er bittet die Ältesten der Juden, steht hier, sie möchten doch für ihn zu Jesus gehen und ihn bitten, in sein Haus zu kommen. Er hat das wohl getan, weil er wusste, dass für einen Juden verboten war, in ein heidnisches Haus zu gehen, wurde man unrein. Und darum bittet er die Ältesten der Juden, sie möchten für ihn bitten. Und jetzt stelle ich mir die Geschichte mit meiner blühenden Fantasie so ein bisschen vor. Er wartet zu Hause mit Spannung, ob dieser Jesus wohl kommt. Und auf einmal kommt ein Bote, atemlos, und sagt, Hauptmann, er kommt. Weißt du, diese Ältesten, die haben die Sache großartig gemacht. Mensch, die haben richtig gebeten. Was haben sie denn gemacht? Oh, die haben gleich gesagt, Herr Jesus, dieser Hauptmann ist es wert, dass du kommst. Und sie haben darauf hingewiesen, dass du der Gemeinde hier ein Versammlungshaus gebaut hast, wo der Name des Herrn verkündigt wird. Sie haben darauf hingewiesen, dass du freundlich und barmherzig umgehst mit den Leuten. Da springt der Hauptmann auf. Was haben sie gesagt? Und dann schickt er ein paar Freunde, die er gerade zur Hand hat, los. Und die müssen nun zu Jesus gehen, der schon ganz nah ist, und ihm sagen, Herr, der Hauptmann lässt dir sagen, ich bin's nicht wert, dass du zu mir kommst. Sprich nur ein Wort, wo du bist, da wird mein Knecht gesund. Ich möchte heute hängen bleiben an dem Wörtlein. Ich bin's nicht wert. Wie kommt der Mann dazu, so von sich zu reden? Ich habe im Geiste mal Erhebungen eingezogen über den Hauptmann. Ich habe seine Vorgesetzten gefragt. Herr General, was halten Sie von dem Hauptmann von Kapernaum? Und da sagt der General, also Judäa ist die schwierigste Provinz im ganzen Römischen Reich. Da gibt's sofort Aufstände. Die sind sofort beleidigt, wenn nur ein Adlerbild, so eine Standarte reingetragen wird nach Jerusalem. Schwierige Provinz. Und der schwierigste Teil von Judäa ist Galiläa. Jeder Zweite ist da ein Zelot, der Freiheitskämpfer. Und die Hauptstadt von Galiläa ist Kapernaum. Das ist im ganzen Römischen Reich einer der schwierigsten Kanten. Und da können wir nur unsere besten Leute reinsetzen. Und da haben wir diesen Hauptmann hingesetzt. Du wirst verstehen, sagt der General zu mir, der Römische, nicht wahr, dass wir den für ein außerordentlich wertvollen Mann halten. So, und der Hauptmann sagt, Herr Jesus, ich bin nicht wert. Und da frage ich die Ältesten Israels in Galiläa, die Römer hassten, was haltet ihr von dem Mann? Haben wir ja schon gehört. Die sagen, der tritt nicht auf wie die SS in Polen, mit dem Stiefel des Siegers. Nein, nein. Der ist unser Bruder und Freund. Er hat uns Versammlungshaus gebaut und da kommt er selber hin. Ein wertvoller Mensch, sagen die Ältesten. Und er sagt, ich bin nicht wert. Jetzt möchte ich mal fragen, was halten Sie von dem Hauptmann?
Sie haben auch schon Urteil über ihn jetzt allmählich. Sehen Sie, man sagt heute so viel, die Pfarrer sollten vor allem Dingen von Mitmenschlichkeit predigen. Es gibt eine ganze theologische Fakultät, die sagt, das ganze Christentum besteht in Mitmenschlichkeit. Also in puncto Mitmenschlichkeit können wir uns eine Scheibe abschneiden von dem Hauptmann. Wie der sich um seinen kranken Knecht kümmert. Da geht's nicht einfach bloß um die Frage Lohnfortzahlung oder so irgendwas, sondern er läuft, er schickt Freunde, er bemüht sich um seinen kranken Knecht. Mitmenschlichkeit, ne? Ein vorzüglicher Mann. Manches Jahr, so möchte man ja sein wie der Mann. So möchten wir sein. Und da steht dieser Hauptmann und sagt, ich bin nicht wert. Herr Jesus, ich bin nicht mehr wert, dass du unter mein Dach gehst. Jetzt frage ich Sie, wie kommt der Hauptmann dazu, so von sich zu reden, ich bin's nicht wert? Da gibt's nur eine Antwort. Und jetzt gebe Gott, dass Sie die hören können. Er hat vor dem Angesicht des heiligen Gottes gestanden. Er hat in Israel vom lebendigen Gott gehört. Und nicht nur gehört, sondern den wirklichen lebendigen Gott erlebt. Er hat Fragen gelernt, was wir endlich mal wieder lernen sollten. Was sagt Gott über mich? Es ist nicht mehr zum Anhören, wie heute jeder Hans Wurst davon redet, was er von Gott hält. Interessiert doch niemand. Interessiert mich auch nicht, was Theologieprofessoren halten von Gott. Aber das interessiert mich. Was hält Gott von uns? Darum geht's. Und das hat der Hauptmann gefragt, was hält Gott von mir? Und das steht in der Bibel ganz klar. Was Gott von Ihnen und mir hält. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das hält Gott von uns. Da steht in der Bibel, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Lüge, Lästerung Gottes. Oder es fehlt uns der Ruhm, den wir vor Gott haben sollten. Ja, es packt mich immer wieder die Geschichte, wie man einmal eine Ehebrecherin, die man ertappt hat im Ehebruch, vor Jesus führt und zu ihm sagt, Herr, im Gesetz steht, dass sie sterben muss. Du bist doch einverstanden, dass sie gesteinigt wird. Und Jesus sagt, ja, sie soll gesteinigt werden. Halt, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann wagt keiner mehr, einen Stein aufzuheben. Im Lichte Gottes sehen Sie, dass keiner ohne Sünde ist. Haben Sie schon so im Licht Gottes gestanden? Der Hauptmann lehrt uns, was wir von uns selber halten sollen. Wer mal im Lichte Gottes gestanden hat, der spricht mit dem Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert. Der singt mit Hiller, ich hatte nichts als Zorn verdient. Da zerbricht einem der Hochmut. Dass wir eine so hochmütige Gesellschaft sind, beweist nur, dass wir Religion haben, aber noch nie vor Gott gestanden haben. Und nun ein zweites. Glaubensunterricht beim heidnischen Hauptmann. Er hat uns gesagt, als erstes, was wir von uns selber halten sollen. Vor Gott nichts wert. Und nun kommt als zweites, also jetzt zweiter Teil, nicht? Glaubensunterricht beim Hauptmann, was wir von Jesus halten sollen.
Zweiter Teil, er lehrt uns, was wir von Jesus halten sollen. Nicht von Kirche, nicht von Pastoren, nicht von Religion, nicht von Gott, sondern von Jesus. Ist Ihnen das klar? Was wir von Jesus halten sollen. Und wenn er vorher gesagt hat, ich bin nicht wert, dann sagt er jetzt, das dürfen wir von Jesus halten, dass er der einzig Wertvolle ist vor Gott und Menschen. Lieben Freunde, er bekennt ihn als den Sohn des lebendigen Gottes, den einzigen, den der gekommen ist aus der anderen Welt. Ich möchte das deutlich machen. Sehen Sie, der Hauptmann lässt seine Freunde den Herrn Jesus so anreden. Wir müssen mal wieder ein bisschen Sprachforschung treiben, nicht? Die Freunde müssen so reden. Herr, was Luther mit Herr übersetzt, da steht im griechischen Testament Kyrios. Nun haben die Leute nicht griechisch gesprochen, sondern hebräisch oder aramäisch. Und da sagten sie Adonai. Und das griechische Wort Kyrios oder das hebräische Adonai heißt nicht dasselbe, als wenn wir bei uns sagen, Herr Schulze, Herr Meier, Herr Busch und so, Herr Kimmel, sondern Kyrios oder Adonai heißt doch göttlicher Herr. Adonai ist der Name Gottes. Als die römischen Kaiser erklärten, sie wären Götter und ließen sich Weihrauch opfern, da legten sich den Titel Kyrios, Herr, zu. Das war ein religiöser Titel. Verstehen Sie? Das bedeutet göttlicher Herr. Und nun nimmt dieser römische Hauptmann, der dem Kaiser in Fahrenheit geschworen hat, bitte, seinem Kaiser den Titel Kyrios und sagt, du Rabbi aus Nazareth, wo du herkommst, du bist der Herr, du bist der Kyrios, du bist der Adonai. Er bekennt ihn als Gott, verstehen? Und darum kann er nun so weiterreden zu ihm. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Sieh, Herr, wenn ich bete, mich hört Gott nicht. Ich bin Heide, ich bin Sünder, mich hört er nicht. Ich wage nicht. Aber du, der Sohn, du brauchst nur ein Wort zu sagen, hat der Vater schon gehört. Er lehrt uns, was wir von Jesus halten sollen. Der Einzigartige, der ganz andere, der Sohn Gottes. Es gibt eine wundervolle Geschichte, wie Jesus öffentlich auftritt und zuerst an Jordan geht, wo Johannes die Sünder tauft. Und da reiht sich Jesus in die Sünderreihe ein und trägt gewissermaßen unsere Sünde schon in den Jordan. Und da kommt eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist, als wenn der Hauptmann diese Stimme gehört hätte. Und er hat sie gehört. Er hat sie im Gewissen gehört. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Haben wir diese Stimme auch gehört. Dies Zeugnis Gottes über Jesus. Ich will zwischendurch mal eben sagen, es kommen im Neuen Testament 3 römische Zenturionen vor. Eigentlich möchte man am liebsten ein kleines Examen abhalten, wo die vorkommen. Der erste ist dieser Hauptmann von Kapernaum. Der glaubt an den Sohn Gottes. Der zweite ist der Hauptmann, der das Hinrichtungskommando führt auf Golgatha. Als Jesus stirbt, bekennt er, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er glaubt an ihn. Der dritte ist ein Hauptmann Cornelius, der in der Apostelgeschichte vorkommt, der durch die Predigt des Petrus zum Glauben an den Sohn Gottes kommt. Stellen Sie sich vor, man kann es menschlich verstehen, sind Leute in der Welt rumgekommen, haben all die Religionen gesehen, ihre Kraftlosigkeit, ihre Fragwürdigkeit und dann begegnet ihnen Gnade und Wahrheit in Jesus. Und sie begreifen, hier kommt jetzt der wirkliche Gott. Aber, Freunde, Israel verwirft Jesus. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und die heidnischen Hauptleute glauben,
Da geht das Wort Jesu in Erfüllung. Die Letzten werden die Ersten sein. Und das wird die tote Kirche des Abendlandes auch noch erfahren, dass eher die roten Kommunisten Chinas Erweckungen erleben als unsere tote Christenheit. Ein Satz, den Jesus sagt, seien wir vorsichtig, ob wir nicht vielleicht unter dem Satz stehen, die Ersten, die das Evangelium aus erster Hand haben, werden Letzte sein. Sehen Sie, so ist eine aufregende Sache, Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum. Da werden wir vor die Frage gestellt, was hältst du von Jesus? Bitte geben Sie sich Antwort. Was hältst du von Jesus? Ein Religionslehrer? Ein Betrüger? Ein edler Mann? Einer, an dem Gott besonders als mehr als bei anderen Menschen gegenwärtig war? Oder glaubst du mit dem Priester Zacharias, in ihm hat Gott besucht und erlöst sein Volk? Wir müssen Antwort geben auf die Frage. Dieser Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum ist ein Seminar, wo wir gefragt werden, was hältst du von Jesus? Jesus selber hat gesagt, das ist das ewige Leben. Wollen Sie das ewige Leben? Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich muss eben noch sagen, ich bin überzeugt, dass der Hauptmann sich klar machte, wenn hier Gott mir begegnet in Jesus, dann ist er nicht bloß gekommen, um kranke Knechte zu heilen, sondern um Größeres zu tun, ums Reich Gottes hierher zu bringen, um Sünder selig zu machen, um wertlose Menschen bei Gott wertvoll zu machen. Und damit sind wir beim Dritten. Glaubensunterricht beim Hauptmann von Kapernaum. Was wir von uns halten sollen, nichts wert. Von Jesus halten, er ist wert bei Gott und Menschen. Und das Dritte, wir dürfen Jesus für uns in Anspruch nehmen. Wir dürfen Jesus für uns in Anspruch nehmen. Der Hauptmann glaubte und dann nahm er Jesus für sich in Anspruch. Ganz primitiv. Die erste beste Not. Und da hat Jesus ihn gelobt. Und sehen Sie, das will Jesus. Darum ist er gekommen, dass wir ihn für uns in Anspruch nehmen. Und das ist die eigentlichste Sünde, schlimmer als alle anderen Sünden ihres Lebens, dass wir ohne Jesus leben, dass wir ohne Jesus morgen im Alltag stehen, dass wir ohne Jesus unsere Probleme lösen, dass wir uns abfinden mit einer Welt ohne Jesus, dass wir ohne Jesus Kinder Gottes sein wollen, dass wir ohne Jesus sterben wollen und noch meinen, wir könnten selig werden, in die Hölle kommen wir. Das ist die Sünde, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Und wir sagen, es ist schön und wir glauben das, aber wir nehmen ihn nicht für uns in Anspruch. Der Apostel Paulus hat das in so einzelnen Bildern deutlich gemacht, was es heißt, Jesus will ich für sich in Anspruch nehmen. Lassen Sie mich zwei davon rausnehmen. Er sagte einmal, von Natur sind wir Gott. Das Wort braucht er, unangenehm. Wie ein Mensch unangenehm ist, der, wissen Sie, einen schleimigen Charakter hat, ne? Fiesen Atter, so. Oder wie ein Mensch unangenehm ist, der einen üblen Atem hat. Ne? Das ist ja nur ein ganz schwaches Bild. Wir sind Gott ein Gräuel, wir sind ihm unangenehm.
Und dann sagt Paulus, in Jesus, wenn ich den für mich in Anspruch nehme, hat Gott mich ihm angenehm gemacht. Er hat uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Wenn ich in Jesus bin, bin ich Gott. Lieb und wert wie sein eigener Sohn. In Jesus werden wir Gott angenehm. Oder ein anderes Bild. Paulus sagt, wir sind vor Gott Ungerechte. Wir sind angeklagt und können auf tausend nicht eins antworten. Alle Sünden haben wir getan. Haben wir getan. Wir sind Verurteilte. Ungerechte drückt es Paulus aus. Und darum zeitlich und ewig unter Gottes Zorn. Wenn ich aber Jesus für mich in Anspruch nehme, dann bin ich in Jesus vor Gott gerecht. Dann hat das Gesetz nichts mehr gegen mich. Dann bin ich Gott so lieb und wert wie sein eigener Sohn, der eine Sünde getan hat. Dazu muss man natürlich wissen, ein bisschen mehr als der Hauptmann, dass dieser Jesus für uns am Kreuze starb, dass er unser Bürger wurde, dass er für unsere Schuld die Strafe trug, dass er für uns eingetreten ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Wir dürfen Jesus für uns in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht sterben, ohne einen Heiland zu haben, den ich für mich in Anspruch nehmen kann. Und ich möchte keinen Tag leben, ohne dass ich einen Heiland hätte, den ich für mich in Anspruch nehmen kann. Und der sich darüber freut und mich lobt, wenn ich das tue. Und nun könnte ich hier meine Predigt abbrechen und Schluss machen. Aber ein besonderer Anlass zwingt mich, noch ein paar Worte dazu zu setzen. Sehen Sie, in unserer Stadt wird augenblicklich wieder mächtig Reklame gemacht für diesen widerlichen Film »Das Schweigen«. Lassen Sie mich grob sagen, ein Misthaufen stinkt, auch wenn er künstlerisch aufgeschichtet ist. Nicht? Ich möchte sagen, dass ich nicht gesehen habe. Es genügt mir, was ich darüber höre. Und ich möchte Ihnen sagen, auch studienhalber haben wir solchen Kram nicht anzusehen. Ich lasse mir doch mein Unterbewusstsein nicht verderben. Nur damit Kerle Geld verdienen. Das zieht doch keiner ungestraft an. Unser Unbewusstsein nimmt die Dinge auf. Seien Sie vorsichtig, ihr Jungs. Seid vorsichtig. Das lebt nachher in uns. Wenn wir so hilflose Kerle sind, das kommt ja von all den Eindrücken. Nun, ich kann nicht ändern, das Misthaufen stinkt nicht. Aber was mich nun packte, war die Art, wie Reklame gemacht wird in den Zeitungen für diesen Film. Im Namen des Christentums. Im Namen des Christentums. Und da liest man also als Inserat in Essener Zeitungen gestern folgende Sätze. Hören Sie gut zu. Unrecht haben alle, welche in paulinisch missverstandener Sexualmoral nicht sehen wollen. Das ist ein Satz, den kein Mensch ganz versteht, auch der Schreiber nicht, aber jetzt kommt's. Nicht sehen wollen, dass das Christentum nichts mit Moral zu tun hat, sondern mit dem Gebet um einen gnädigen Gott. Das ist verblüffend richtig. Was kann ich tun, um ein Kind Gottes zu werden? Nichts als Jesus annehmen. Das ist scheint verblüffend richtig. Aber es ist eine große Lüge. Evangelium hat nichts mit Moral zu tun, das ist richtig. Aber Evangelium hat zu tun mit einem neuen Leben. Meine Freunde, wer durch Jesus ein Kind Gottes geworden ist und Frieden mit Gott hat, der steht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes und nicht mehr unter der Herrschaft eines Geistes von unten oder seiner Naturtriebe. Er hat den Kampf zu kämpfen, aber die Herrschaft hat der Heilige Geist. Wer in Jesus einen gnädigen Gott gefunden hat, der ist zu einem neuen Leben gekommen. Was ist das für ein Christentum? Wir beten um gnädigen Gott und wühlen im Dreck. Nein, nein, mit Christen hat nichts mit Moral zu tun, aber mit einem neuen Leben. Jesus ist gekommen, dass er uns Sünder zu Kindern Gottes macht und in ein neues Leben versetzt.
Wer in Jesus Frieden mit Gott gefunden hat, der sagt mit Paulus im Römerbrief: Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir mit Christus abgestorben sind? Und dann fährt er fort, und das möchte ich hinzurufen: Haltet euch dafür im Blick auf diesen Heiland, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Mögen die Macht die Welt ihr schmutziges Wesen treiben, aber soll die Finger vom Evangelium lassen. Das noch als Schild davor halten, das müssen wir uns also energisch verbieten. Nicht? In aller Deutlichkeit. Ich möchte es Ihnen aber sagen, ich kann die Welt nicht ändern, ich war darum protestiere ich hier nicht lange rum, ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann dafür sorgen, dass Menschen am Schall des Evangeliums geändert werden. Wir dürfen Jesus für uns in Anspruch nehmen, dass wir Sünder vor ihm angenehm und gerecht werden und zu einem neuen Leben und einem neuen Geist kommen. Und das wollen wir tun, ihn so für uns in Anspruch nehmen.